Russische Truppen stoßen in der Ukraine weiter vor. In der Nacht gab es aus mehreren ukrainischen Städten Meldungen über russischen Beschuss. Entlang der gesamten Front in den Gebieten Donetsk, Luhansk und Kharkiv gibt es ja seit Dienstag Angriffe. Erneut ist eine geplante Evakuierung von Zivilisten aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol gescheitert. Angesichts der katastrophalen Lage in der seit Wochen umkämpften Stadt hat die Ukraine eine besondere Verhandlungsrunde mit russischen Vertretern vorgeschlagen. Dieses Video soll zeigen, wie weit die russischen Truppen und Separatisten bereits in das Stahlwerk Azovstal in Mariupol vorgedrungen sind. Und der tschetschenische Anführer Kadyrov droht, bis heute Mittag werde das Gelände vollständig unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte sein. Die dort noch verbliebenen ukrainischen Kämpfer hätten noch am Morgen die Möglichkeit, sich zu ergeben. Russland geht davon aus, dass sich rund 2500 ukrainische Kämpfer und 400 ausländische Söldner in dem Stahlwerk verschanzt haben. Zudem sollen nach ukrainischen Angaben auch rund 1000 Zivilisten auf dem Gelände Schutz gesucht haben. Einer der eingeschlossenen Offiziere sagt, der russische Feind sei den Ukrainern 10-1 überlegen. Wir appellieren an die politisch Verantwortlichen, bringt uns in einen sicheren Drittstaat, uns alle, das Bataillon, mehr als 500 Verletzte, hunderte Zivilisten, darunter Frauen und Kinder. Wann, wo und unter welchen Umständen das Video aufgenommen worden ist, lässt sich nicht verifizieren. Aber der ukrainische Chefunterhändler Podolyak zeigt sich via Twitter zu Verhandlungen bereit. Ohne jede Bedingung, schreibt er, wir sind bereit zu einer speziellen Verhandlungsrunde in Mariupol, um unsere Leute zu retten, das Azov-Regiment, Soldaten, Zivilisten, Kinder, die Lebenden und die Verwundeten, jeden. Und auch der ukrainische Präsident Selenskyj signalisiert, wir sind bereit, unsere Leute gegen russische Gefangene auszutauschen. Das russische Militär hat sowohl tote als auch verletzte Soldaten zurückgelassen. Die Evakuierung von Zivilisten über Fluchtkorridore aus der vollständig zerstörten Hafenstadt ist erneut gescheitert. Nach ukrainischen Angaben haben die russischen Truppen gegen die vereinbarte Feuerpause verstoßen und Busse für die Evakuierungen blockiert. Es gibt viel zu besprechen und das tun wir mit Max Hermes, zugeschaltet aus Kiew. Ja, lass uns über die Lage in Mariupol sprechen. Selenskyj will ja über einen Austausch verhandeln. Russische Gefangene gegen die Soldaten und Zivilisten im Stahlwerk. Heißt das, dass er die Stadt nun doch abgeschrieben hat? Was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass er zwei sehr hochrangige Vertreter geschickt hat. Zwei Vertreter, die jetzt dort verhandeln sollen, die bisher auch schon zu den Friedensverhandlungen mit Russland als Verhandler eingesetzt wurden. Das scheint ihm also ernst zu sein, da mit der russischen Seite jetzt ins Gespräch zu kommen. Und er sieht wahrscheinlich auch, dass die Lage sich immer weiter zuspitzt in Mariupol. 2500 russische, ukrainische Soldaten sollen ja belagert von den Russen in dem Stahlwerk weiterhin ausharren, dazu 1000 Zivilisten. Und was wir hören, ist, dass eben 500 dieser Soldaten auch offenbar verwundet sind und da schon darum gebeten wurde, dass die Soldaten jetzt ausgetauscht werden und in einen Drittstaat gebracht werden, in Sicherheit gebracht werden. Also das Azov-Stahlwerk steht offenbar kurz davor zu fallen. Und der Tschetschenenführer Kadyrov, der so ein bisschen der blutige Arm Wladimir Putins ist, der hat angekündigt, wenn sich die Truppen dort nicht bis Mittag ergeben, dann könne er eben für nichts mehr garantieren. Das ist also ein Zeichen dafür, dass man jetzt auf Verhandlungen vielleicht auch aus ukrainischer Sicht setzt. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine haben wir in einem Beitrag zusammengefasst. Da schauen wir jetzt mal rein. Sie geben nicht auf. Sie kämpfen immer weiter. Diese ukrainischen Soldaten feuern Raketen auf die russischen Besatzer als Rache für den Tod von erneut 5 Menschen in der Großstadt Kharkiv. In Kharkiv selbst fürchten die Menschen nicht nur die russischen Angriffe, auch die Versorgungslage ist mittlerweile katastrophal. Wir haben überhaupt keinen Strom, kein Wasser, keine Kommunikation. In der Nacht gab es erneut Angriffe entlang der gesamten Frontlinie, darunter in Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Mariupol, der Region Dnipropetrovsk und Cherson. Laut ukrainischem Sicherheitsrat seien dies jedoch nur Probeangriffe. Die wirkliche Offensive stehe demnach erst noch bevor. Die Situation im Osten und Süden des Landes bleibt sehr ernst. Die Besatzer geben ihre Versuche nicht auf, mit einer neuen, groß angelegten Offensive zumindest einen Teilsieg zu erringen. Sie brauchen etwas, um ihre Propaganda aufrechtzuerhalten.
Aus den Städten im Süden und Osten der Ukraine fliehen weiter tausende Menschen, wie hier in Mykolaiv. Denn die Angriffe werden mehr, die Gefahr wird größer. Familien verlassen ihr Zuhause, viele Männer bleiben jedoch zurück, um zu kämpfen. Es gibt jetzt Russen hier. Es gibt jeden Tag Beschuss. Sie gehen von Haus zu Haus. Deshalb haben wir unsere Kinder mitgenommen und beschlossen, an einen sicheren Ort zu ziehen. Denn sicher sind die Gebiete unter russischer Kontrolle in keinem Fall. Das zeigt sich jetzt erneut in den Orten vor Kiew. In Borodjanka wurden neue Massengräber entdeckt, 9 Leichen von Männern und Frauen. Auch in Butscha sind die Menschen immer noch dabei, die Getöteten zu identifizieren und zu beerdigen. Bilder, die Helfer wie Wladimirchenko nur schwer verarbeiten können. Ich habe viele Leichen gesammelt, mehr als 100. Ich finde keine Worte, um zu beschreiben, was in den ersten Tagen hier passiert ist. Doch er macht weiter, aus Respekt vor den Verstorbenen und um zu helfen in diesen schweren Zeiten. Max, in den vergangenen Wochen haben einige hochrangige Politiker versucht, die beiden an einen Tisch zu bekommen, Herrn Selenskyj und Herrn Putin. Das hat nicht funktioniert. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß, und zwar von UN-Generalsekretär Guterres. Wie erfolgversprechend ist denn diese Absicht? Ja, er hat zumindest seinen Hut da in den Ring geworfen, hat am Dienstag die beiden Staatschefs Volodymyr Selenskyj und Wladimir Putin offenbar angeschrieben, also einen Brief geschickt und darum gebeten, ein Treffen einerseits in Kiew und andererseits in Moskau anzustreben, um dort darüber zu sprechen, wie denn Friedensverhandlungen aussehen könnte oder welche Bedingungen es gibt für den Frieden, was da eben passieren müsste. Eine Antwort gibt es bislang offenbar noch nicht, und das ist eben ein weiterer Versuch, dann nochmal die Diplomatie ins Spiel zu bringen. Und er spielt auch ein bisschen damit, dass das orthodoxe Osterfest jetzt vor der Tür steht. Er hat eine Waffenruhe von Donnerstag, also von heute bis Sonntag, da ins Gespräch gebracht. Das alles also ein netter Versuch. Man kann allerdings feststellen, die Feuerpause am heutigen Donnerstag eben nicht eingehalten und deshalb das Ganze vielleicht dann auch weniger effektiv, als er sich das vorstellen würde.